Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Layers of Fear 2. Wir beginnen jetzt den dritten Akt. Ich glaube, The Roots. Wir erfahren es gleich. Dann schauen wir uns mal diese wunderschöne Filmrolle an, legen sie ein, wickeln sie auf und los geht's. Und wir haben jetzt ein Bein und einen Arm. What's past is prologue. What's seeped into the earth becomes fodder, a fuel for the flame, the lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong, become a foundation, but they can also bind, entangle. Hold him in place. Pull him under. Away from the air. Away from the light. To wither away. Forever struggling. Thinking of what could have been. Roots. He must cut them away. Only then can he be truly free. Akt 3. Blutige Wurzeln. Ja, ob man dann wirklich so frei ist, wenn man seine Wurzeln durchschneidet. Ich meine, das macht auch einen gewissen Teil der Identität aus, wo man herkommt, was man ist. Und es geht also in diesem Kapitel um unsere Wurzeln, beziehungsweise die Wurzeln des Charakters, um den Kontext, um diese Figur zu formen. Wir haben hier den Zettel gelesen noch. Den Charakter formen, in sich gehen, Kontext, Hintergrund, was hat mich hergebracht? Die Gegenwart ist in der Vergangenheit verwurzelt. Das ist also jetzt das Thema dieses Aktes. Ich bin gespannt, welche Wurzeln wir haben, was wir noch erfahren über Mr. Hardy. Und unseren Captain. Ich bin immer noch gespannt. Ich glaube, das kam noch gar nicht raus, ob wir jetzt wirklich Mr. Hardy sind. Ich denke es mal. Aber vielleicht erfahren wir es noch. Okay, ich mache die Kamera weg. Und wir stürzen uns ins Abenteuer, in den Schacht. Los geht's. Gut. Hallo und in Farbe. Und hier müsste gleich wieder irgendwo... Geht schon wieder direkt los. Irgendwo müsste hier wieder ein Gegenstand liegen. Hier. What are you doing? Here, listen. But how does it do that? A sea couldn't fit in there. It's the spirit of the sea. It captured its strength, its calm, its freedom. So it can live on forever. Ja, das funktioniert wirklich. Da ist ein ganzes Meer drin. Ach, schön. Also wenn ihr eine Muschel zu Hause habt, haltet sie euch gern mal an euer Ohr, wenn ihr es nicht schon längst irgendwann mal getan habt. Aber das funktioniert wirklich. Es ist zwar kein Meer, sondern das Blutrauschen, was man da hört, aber man kann sich doch ein bisschen wegdenken. Sind wir auf einem Dachboden? Wo sind wir hier? Gut, im Weißen Haus wahrscheinlich nicht. Obwohl, es könnte eine Anspielung sein. Wir sind jetzt auch ein bisschen kleiner geworden. Groß wie ein Kind. Gut, ja. Unsere Wurzeln, da wo wir herkommen. Also wahrscheinlich auch unsere Vergangenheit. Und wie wir sie wahrgenommen haben. Dazu geführt hat, dass wir unseren Charakter so, wie wir jetzt sind, geformt haben. Gut, wir gehen hier lang. Und alles so schräg. Chaotisch. Keine wirkliche Ordnung. Ich glaube, im Waisenhaus... hier geht's auf. Im Waisenhaus aufwachsen ist auch... Naja, zum Großteil wahrscheinlich keine,
keine schöne Erinnerung, oder? Ich glaube, man kann auch Spaß haben, aber kommt auf einmal, mit welchen Leuten man da aufwächst, aber ich glaube, so ein familiäres Verhältnis oder Umgebung kann es nicht so wirklich ersetzen. Aber ich kenne mich da auch wirklich nicht aus, also Kitchen, Küche. Ich kann mich da auch komplett täuschen gerade. Ich schicke dir morgen eine neue Filmrolle. Ein Piratenfilm. Hab gehört, die Amis lieben ihn. Sieh ihn dir genau an. Mehr Vorführungen bedeuten mehr Hinterteile in den Sitzen. Und mehr Gründe, um dich weiter zu bezahlen. Das klingt mir jetzt aber nicht sehr nach Waisenhaus. Können die Küche... Ich würde aber trotzdem... Der Weg führt uns ja hierher. Nicht unbedingt in den Keller. Okay, das ist nur eine Kammer. Ich möchte halt jetzt nicht... Ne, wir gehen erstmal in die Küche. Ich will halt nicht runtergehen, dann schließt sich die Tür hinter uns. Come, faithful servant, for tonight we brew a ghoulish concoction, the world's strangest stew. Okay. Vielleicht können wir doch nochmal raus. Oh. Gut, dann doch nicht. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges übersehen dadurch. Barley, der Kanonier. Er isst viel. Sehr viel. Deshalb ist er genauso rund wie eine Kanonenkugel. Einmal schoss er sich fast selbst aus einer Kanone. Na. Drin rumplanschen. Schön erstmal in den Finger rein. Schön die Finger verbrennen. Ein Gehirn? Sag nicht, da gehört Gehirn in die Suppe. Seasoned by sadness, burnt from within, ravaged by madness, rotten with sin. Okay. So eine Strohpuppe. Wir schauen das wieder alle Türen. Ob diese aufgehen und dann suchen wir uns eine aus. Wahrscheinlich aber müssen wir durch alle drei Türen. Ich probiere trotzdem einmal kurz, ob wir das gehören. Ich hoffe nicht, dass es in die Suppe gehört, aber... Doch, es gehört doch. Es gehört in die Suppe. Nee, danke. Das würde ich nicht essen wollen. Aber das ist vielleicht auch die Suppe unserer Wurzeln. Der Verstand, das, was uns ausmacht, das Gehirn auf der einen Seite. Und überall diese toten Ratten. Halt, was? Ich habe dich jetzt nicht gesehen. Du hast dein Herz verloren. Hollowed by longing, hardened by loss. Once slick and polished, has lost all its gloss. Ja, auch das Herz gehört unweigerlich zu Wurzeln dazu. Sie haben meistens das Herz für die Heimat, die Liebe für unsere Vergangenheit, für all die Leute, die wir getroffen haben, die uns geprägt haben, unsere Eltern. Verwandte, Freunde. Du bist ein bisschen groß. Torn up by conflict, ravaged by war, flawed on the surface, warped to its core. Eine Kralle.
könnte auch ein Symbol für Füße sein. Boten, die uns forttragen. Also mit denen wir unseren Weg bestreiten. Aber ich möchte gar nicht so viel reininterpretieren. Dann kochen wir mal ein bisschen das feine Süppchen und noch das Herz dazu. Look at it bubble. Look at it shake. The beast. It's awake. Okay. Ist das eigentlich schon wieder, so ein bisschen ein Mischmasch, oder? Zwischen Schwarz-Weiß und Farbe. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr es mitbekommt. Ich habe die Helligkeit von der Kamera mal ein bisschen höher gedreht. Wird auch ein bisschen sehr dunkel in der letzten Aufnahme. Ich glaube, das stört auch nicht sonderlich. Wenn es zu hell ist, mache ich es wieder dunkler dann. Was ist das? Komische zylinderförmige Bilder. Look, Jimmy. Father's screening the Black Wanderer. Der schwarze Wanderer, auch das, wonach sie ihr Spiel, ihr Piratenspiel gebildet haben. Movie's almost over. Time to go. Sofort. Denn ich habe den Namen des Captains vergessen. Ich glaube, Barley war's. Lily. Lily spielt hier den Captain. Wird ja auch dann der schwarze Wanderer genannt. Bedroom. Und ich weiß gar nicht, ob sie wirklich Geschwister sind oder vielmehr. Sind wir wieder am Anfang? Wir sind wieder am Anfang. Okay. Ob sie wirklich Geschwister sind oder ob die einfach nur sich so gut verstanden haben, dass sie sich wie Bruder und Schwester gefühlt haben. Ich habe Beschwerden über Geräusche oben auf dem Laubengang erhalten. Die Leute haben Angst, dass ihnen das verdammte Ding auf den Kopf fällt. Ich hab dir gesagt, den Zutritt zu verbieten. Das verdammte Ding hält ja kaum sein eigenes Gewicht stand. Laubengang. Ist jetzt im Theater oder im Kino? Hallo, komm wieder durch. Nein. Ist das hier der Laubengang? Ein provisorischer Lüftungsschacht. Und damit sind wir wieder auf dem Dachboden. Und dann können wir doch noch in den Keller. Careful! Whoop. Don't step into the light, or he'll see you. Ja, aber hier ist doch überall Licht. Hier ist doch überall Licht. Ah, immer da, wo es aufploppt, okay. Also es ist auch nicht so wirklich schwarz-weiß, es ist so Sepia, oder? Ich lasse es trotzdem auf schwarz-weiß. Ich hoffe, das stört nicht. Unleserlicher Name. In Anerkennung ihres außergewöhnlichen Dienstes bei Dokumentierung des tapferen Kampfes der Truppen ihrer Majestät an der Westfront und der Verletzungen, die sie auf dem Schlachtfeld erlitten haben, hat das Kriegsministerium beschlossen, ihnen das silberne Kriegsabzeichen zu verleihen. Mögen Sie es mit Stolz tragen, in dem Wissen, Ihre Pflichten gegenüber König und Volk erfüllt zu haben. Die Auszeichnung findet am 5. Januar statt. Mit freundlichen Grüßen, unleserliche Unterschrift. Im Auftrag des Imperialen Generalstabs. Imperialen Generalstabs. Oh, da macht ihr aber auch ein bisschen Radatz. Ah. Okay, bevor es da aber gleich weitergeht, würde ich jetzt einmal kurz versuchen, nochmal in den Keller zu gehen. Come here, boy. Don't you hide from me. I know you've been sneaking into the theater again. What did I tell you about going in there while I'm working? Okay, das ist kein Waisenhaus. Das
klingt mir nicht nach Waisenhaus, das klingt mir nach seinem wirklichen Zuhause. Okay, da müssen wir später dann wahrscheinlich was reinlegen. Gut, da kommen wir dann später lang. Dann gehen wir rauf ins... ins Schlafzimmer. Schnell am Fenster vorbei. Und das war hier hinten. Nein, das war dann hier. Nein, bin ich... Ach, da. Es kommt aus dieser Tür. Das ist ein großes Schlafzimmer. Auch mit ganz vielen Büchern und Filmen. Delilah, der Topsgast, durchgestrichen, die Topsgästin, die mag Jungs sehr und Mädchen ebenfalls. Sie ist sehr freundlich, vielleicht etwas zu freundlich. Topsgast, das sagt mir jetzt gar nichts. Topwoman. Okay, ist einfach nur die Superfrau. Wahrscheinlich. Ein Spiegel! Aber wir haben kein Spiegelbild. Schade. Ja, da gehen wir gleich rauf. Der Junge versteckt sich an der Wand. Hallo. Mein Name ist James. Manchmal werde ich auch Mr. Hardy genannt. Mach dir keine Umstände, bleib einfach liegen. Ist das ein Familienfoto oder? Das ist ein Foto von seinem Vater. Gleich. Da ist nichts drin. Ein neues Dia. Das schauen wir uns in einem Zimmer an. Gut. Tschüss. Lass dich von mir nicht weiter stören. Ein großer aufgerissener Mund, wie von einer Bestie. Aber... Let us come. You were always bad luck. A blight upon this family. I give everything. And what do I get in return? A little gratitude. A little heart. Is that too much to ask? A lucky break. An ace up my sleeve, that's all I need. Scheint so, als wäre der Vater... A lucky break. An ace up my sleeve, that's all I need. A lucky break. An ace up my sleeve. Ja, du willst ein Ass. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Also, wir sind nur ein Kind. Da ist doch ein Ass. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Hat denn nicht auch gerade was geleuchtet? Ach, das war das da hinten. Ja, wo soll ich denn ein Ass herkriegen? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Da wird auch immer... böser. Gut, wir müssen also einen Ass finden, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann gehen wir wahrscheinlich wieder zurück, oder? A lucky break. Ja. Danke. Bleib erstmal in deiner Welt. Wir suchen mal einen Ass. Damit wir ihm einen Ass in den Ärmel stecken können.
Was aber auch nicht, wo wir hier genau einen Ärmel finden sollen. Vielleicht können wir aber auch den Mund in eine andere Figur. Wir kommen wahrscheinlich nicht mehr raus, oder? Okay. Gut, dann müssen wir vielleicht doch in der Welt ein Ass finden. An ace up my sleeve. That's all I need. Hast du vielleicht ein Ass für uns? A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Ja, wo soll ich es denn herbekommen? Ich meine, der hier hat ja ein Ass. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Vielleicht können wir auch gar nichts machen und müssen das einfach ein bisschen ertragen hier. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Das kennen wir ja schon. A lucky break. An ace up my sleeve. That's all I need. Ich bin gerade wirklich ein bisschen überfragt. A lucky break. Und das macht sich besser. Das ist wirklich nicht besser. That's all I need. Ja, manchmal hat man halt kein Ass im Ärmel. Dann ist das halt so. A lucky break. Ach, halt Mund! Mann. Wir haben das Medaillon. Können wir mit dem Medaillon etwas anfangen? Hm. Gut, ich bin etwas überfragt. Ich würde sagen, hier gibt es einen kurzen Cut. Ich schaue noch mal ein bisschen rum. Wenn ich was gefunden habe, geht's weiter. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Das waren jetzt das waren 30 Sekunden. Wir können auch den Mund hier ran machen. I told you to hide it. I told you to keep it safe. How could you let him take it? It's all we have left of her. You have to find it. You have to take it back. Okay, das haben wir schon. Find it. Bring it back. Ja, das war das Medaillon. Das haben wir schon gefunden. Das können wir zurückhängen. Keep her close to your heart. Don't let her be forgotten. She gave everything for you. Prove that it was worth it. That you weren't a mistake. Oh, das heißt, die Mama ist wahrscheinlich bei seiner Geburt gestorben, aber ihr könnt doch nicht den Kleinen für alles verantwortlich machen. Auch Lily, du nicht. Und da haben wir das Ass. Ist die Box auf? Nein. Dann gehen wir zurück zu unserem Papa. Ja, ja, nimm das Ass. Bitte schön. Uprooted by tragedy. Skewered by pain. That's all you've ever given me. That's all you were ever good for. Ihr könnt den Kleinen nicht für alles verantwortlich machen. Er kann ja wirklich nichts dafür. Ich glaube, es ist auch für ihn schlimm. Können wir jetzt wenigstens wieder raus? Immer noch nicht. Was fehlt denn hier noch? Ah, der Spiegel. Weak, useless, no good to anyone. It's like I was never there. It would have been better if I was never there. Nein, sag sowas nicht. Was ist fies?
Willst du auch solche Gesichter oder solche Münder? Shh, be quiet. Just watch. Ja, es ist aber immer nur dieselbe Szene. Da passiert nichts anderes mehr. Haben wir hier oder in dieser Zeit unser Bedürfnis entwickelt? Let's go. Father will be leaving the projection room soon. Mhm. Basement, dann kommen wir jetzt in den Keller. Unsere Leidenschaft oder unseren Wunsch, Schauspieler zu werden, entwickelt. Vielleicht auch, um dem Ganzen zu entfliehen. Und wieder am Anfang. Hup. Wird ihr schon... Ah, wir sind sozusagen immer das, was wir vorher gesehen haben. Hier ist jetzt das Bild von diesem Mund. Maul. Ich glaube, er wird auch immer stärker. Jetzt ist die Tür zu. Wir müssen ja nach unten. Rein. Aber hier runter jetzt. Könnt ihr hier auch noch nichts reinlegen. When the world becomes too cruel, we look for a place to hide. The dark can be many things. Schon wieder dieses Bild. Hallo. Die Dunkelheit kann eine Zuflucht sein, okay. Aber vielleicht war das wirklich der prägende Moment für uns. Nein, immer noch nicht. Den wir entschieden haben, Schauspieler zu werden. Oder vielleicht sogar auch in andere Rollen zu schlüpfen, weil wir nie unsere eigene Rolle gefunden haben. Oder weil wir uns immer fehl am Platz gefühlt haben. It is whatever you make it. Ja, die Dunkelheit ist das, was du da draus machst. Ein neuer Kopf. The dark can be a silent place. Silence can be empty. Sind jetzt wieder irgendwelche Monster? Ich lasse die Truhe einfach auf. Or it can speak volumes. It is whatever you make it. The dark can be a lonely place. Wir haben uns ja. Was? Von wo? Muss ich jetzt den Weg wieder zurück? Hallo? Solitude can be a sentence. Halt, wo ist der Kopf? Nee. Die Dunkelheit ist das, was wir draus machen. Und wir machen bestimmt keinen schlechten Ort daraus. Wir müssen keine Angst haben. It is whatever you make it.
Ich hab's verstanden. Danke, Lilly. Sometimes it's better to hide, to let the dark in. Ja, naja. Hallo. Gib mir deinen Kopf. Father's coming. Quick, get in. No, please. I said, get in. So wie es aussieht, hat auch Lilly uns ein bisschen für ihren Spaß benutzt. Ich meine, es war unsere Schwester, aber so ganz gut ist sie mit ihm anscheinend auch. This land is a wonder to be sure, but how will I ever get home? Home? Now, why'd you want to go to such an awful place? Und schön mit einer Ratte. Oh. Ja, er mochte sein Zuhause wohl nicht so wirklich. Ja, aber welcher Kopf? Ich würde sagen, der aus der Reihe tanzt. Aber wir können eh keinen auswählen. Und bekommen anscheinend den nächsten Schlüssel und sehen die nächste Szene. It's already started. Aber schön gemacht. Come on, he'll get mad if we're not back before him. Das Kinderzimmer. Wir durchleben dann wirklich unsere Vergangenheit, unsere Kindheit. Und wahrscheinlich all die prägenden Momente, die wir erlebt haben. Und wieder am Anfang. Und an dieser Stelle sage ich auch vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns wieder in einer nächsten Folge, hoffentlich von Layers of Fear 2. Bis dahin. Ciao.